Hallo, vielen Dank für die Einführung. Wir freuen uns auch total, Teil der Konferenz zu sein und hier sprechen zu können. Ich bin Andreas Unterlich, wie gesagt, ich bin Designforscher und ich habe momentan verschiedene Hüte auf. Einerseits eben als Mitglied der Forschergruppe Ungleichheit und digitale Souveränität am Weizenbaum-Institut und am Design Research Lab der Universität der Künste hier in Berlin. Und mit einem anderen Hut unterrichte ich im Masterprogramm der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig im Studiengang Transformation Design, von dem auch 25 Studierende hier sind. Bitte? Achso, okay. Das sind Braunschweig, genau, Braunschweig. Genau, und da sind ziemlich viele Studierende eben auch hier und die bespielen oben im Forum ein Küchentischformat, wo eben verschiedenste Interventionen angeboten werden zu Themen, die den Studierenden eben zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit unter den Nägeln brennen. Da würde ich vielleicht vorab die Einladung schicken, da mal vorbeizugucken. Ja, und ich bin Elisabeth Calderon-Düning und wie vorhin gesagt wurde, ich bin einerseits Mitgründerin von Common Grounds. Common Grounds ist eine gemeinnützige Organisation hier in Berlin und wir setzen uns auseinander mit sozial-ökologischer Transformation von unten. Wir kommen aus dem Prinzessinnengarten und da, genau, in unserer Arbeit arbeiten wir aber stark zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen, also eine Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, jetzt ein bisschen nervös mit so einem Riesenraum. Genau, unsere Arbeit, wir arbeiten mit der Unterstützung von urbanen Gärten, arbeiten da hauptsächlich mit der strukturellen Aufbau, beziehungsweise die Aufbau von Strukturen, die solche Gärten ermöglichen und dauerhaft eine Zukunft in unseren Städten verspricht oder gibt. Wir sehen diese Orte und unsere Arbeit auch sehr stark verbunden mit anderen Thematiken der Stadt, also jetzt nicht nur urbane Gärten, sondern wir betten die auch in anderen Diskursen ein, wie zum Beispiel die Frage nach einer gerechten Mietenpolitik oder Verdrängung von gewerbetreibenden Nachbarschaften. Also wir verorten uns da stark in so einem Recht auf Stadt-Idee, also die Idee, dass wir als Co-Produzenten in der Stadt auch ein Recht haben sollen, zu sagen, wie diese Städte verwaltet werden und wie Eigentum in Stadt definiert wird. Und seit 2 Monaten eben auch Teil der Forschungsgruppe Ungleichheit und digitale Souveränität am Weizenbaum-Institut. Wie Sie sehen, kommen wir beide einerseits aus ganz verschiedensten Welten zusammen und sind mit unserer in den letzten Jahren entstandenen Zusammenarbeit andererseits in ganz verschiedenen Institutionen beheimatet, was vielleicht ganz gut einen Punkt schon illustriert, den wir mit der Präsentation auch machen wollen, nämlich dass wir ja zum Analog zum Titel der Konferenz gar nicht umhin kommen, Digitalisierung aus einer Synthese von den unterschiedlichsten Perspektiven und Interessen und disziplinären Hintergründen auch zu verhandeln und zu denken, wenn wir darin zu handlungsfähigen Positionen kommen wollen. Und das sehen wir unsere Aufgabe, die wir jetzt gleich auch noch illustrieren wollen, entsprechend darin, Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichsten Knotenpunkten und Akteuren auch herzustellen und eben dazwischen zu vermitteln. Vielleicht kurz zur Forschergruppe, zum Startpunkt. In dem es sich ja um die digitale Souveränität dreht, da sehen wir einen Startpunkt eben darin, in der These, dass diese Digitalisierung, wie man immer hört, ja eine sehr abstrakte Größe ist, die man sehr, sehr schwer zu fassen bekommt und es gar nicht so einfach ist, sich zu überlegen, wem oder was man da gegenüber souverän sein möchte. Weil Digitalisierung also oft nach etwas klingt, was irgendwann angefangen hat zu passieren, vom Himmel gefallen ist und mit dem wir jetzt umgehen müssen und nicht nach etwas, was geschieht, in dem Entscheidungen getroffen werden, in dem Politik gemacht wird, was gestaltet wird. Und obwohl ja über die Bedeutung von Souveränitäten im Kontext auf ganz unterschiedlichsten Ebenen gesprochen und diskutiert werden kann und muss, fangen wir eben mit der Setzung an, dass eine souveräne Haltung ja immer etwas damit zu tun hat, also mit der Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können. Und damit sind wir schon bei der Grundannahme, auf dem das Projekt MASI aufbaut, von welchem wir kurz berichten wollen. Genau, MASI ist ein EU-gefördertes Forschungsprojekt. Wir sind 9 Organisationen in dem Projekt in 4 unterschiedlichen europäischen Ländern. Es ist ein Horizons 2020 CAPS-Projekt. Und obwohl MASI von einem EU-Förderprogramm kommt, die zur ICT-Entwicklung oder bei der ICT-Entwicklung angesiedelt ist, ist der Fokus nicht der Entwicklung von Technologie oder technologischen Artefakten per se, sondern es geht uns vielmehr darum,
eine Umgebung zu schaffen, wo Menschen, die also aus einem nicht sehr technischen Kontext kommen, wie jetzt in diesem Projekt ich, auch ohne großen Aufwand Kommunikationstechnologien selber denken, selber bauen, verwalten, entwickeln und besitzen können und sich diese selbstbestimmt auch aneignen können. Konkret geht es uns in dem Projekt um Netzwerktechnologien und eben wie gesagt, das Ziel ist es, Laien, die Logiken, die wir aus dem Internet kennen, wie zum Beispiel Wi-Fi-Signale, soziale Netzwerke oder Cloud-Systeme, als etwas zu denken, was wir auch selber bauen, besitzen und verwalten können. Und vor allem diese Dinge auch lokal zu denken. Haben ja auch was produziert, das ist hier der Produkt. Also eben internetunabhängig Netzwerke, lokale Netzwerktechnologien zu bauen, die uns erlauben, zum Beispiel jetzt in diesem Raum Dokumenten miteinander zu teilen, gemeinsam meinen Text zusammenzuarbeiten oder Fotos miteinander zu teilen oder zu chatten, ohne dass unsere Daten einmal um die ganze Welt fährt und auf irgendwelchen Servern landen, die wir gar nicht kennen, sondern alles hier auf diesem kleinen Gerät jetzt geladen wird oder gespeichert wird. Was das hier ist, ist ja jetzt nur so ein Raspberry Pi und ein bisschen Open Source Software. Und weil es uns sehr gefreut hat, letzte Woche zu erfahren, ist auch dieses Projekt, das Gesamtprojekt MASI von dem Raspberry Pi Foundation als einer der 75 greatest Raspberry Pi Projects dieses Jahr ausgekoren. Und das ist total schön zu hören nach 3 Jahren Arbeit. Aber jetzt genau, was die Motivation dahinter ist für uns und warum wir jetzt überhaupt diesen Ansatz für wichtig finden, ist ja klar als eine Reaktion darauf, auf die jetzige Entwicklung, wo digitalen Plattformen zunehmend unsere Kommunikation formt, unseren Zugang zu Informationen definiert und überhaupt unseren täglichen Leben und wie wir sie wahrnimmt, formt. Und gleichzeitig sehen wir, wie diese digitale Plattformen auch eine Tendenz der Zentralisierung und Privatisierung und Homogenisierung gerade durchlaufen, also ein Prozess der Schließung, wo die digitalen Räume, in denen wir uns bewegen und die wir mittlerweile auch ganz gut kennen, immer gleicher werden und mehr aufeinander abgestimmt werden und vernetzt werden. Und diese großen Plattformbetreiber wie Amazon, Alphabet, Facebook oder Microsoft definieren mittlerweile auch mehr und mehr, was wir überhaupt unter das Internet verstehen und die Art und Weise, wie wir mit diesem Internet interagieren, passiert mehr und mehr beschränkt auf deren Angebote. Wir gehen jetzt dabei nicht von aus, dass DIY-Netzwerktechnologien oder solche Netzwerkgeschichten das Problem lösen werden. Wir sehen das natürlich auch komplementär zu großen Angeboten. Aber wir denken eben, dass die Beschäftigung damit und das Herstellen, das Handeln in solchen Kontexten ein ganz guter Weg sein kann, eben ein breiteres Bewusstsein und vielleicht auch ein politischeres Bewusstsein eben über die Problematik und damit mehr Sensibilität im Hinblick auf eigene digitale Souveränitäten zu entwickeln. Das Problem, auf dem wir da aufbauen im Projekt, ist, dass der DIY-Gedanke in Bezug auf Technologisierung, Digitalisierung unserer Lebensräume stellvertretend eben für ganz viele verschiedene technologische Bereiche nur den wenigsten zugänglich scheint. Dabei gibt es schon sehr lange, sehr viele und auch sehr gute Beispiele, wie alternative Netzwerke gedacht und auch gebaut werden können, auch in den unterschiedlichsten Skalierungen, wie hier die Dead Drops von dem Berliner Künstler Adam Bartol, der einfach USB-Sticks in Risse eingibst und damit ganz lokale Netzwerke schafft, wo man eben File-Sharing betreiben kann. Oder die Pirate Box von David Darts, die dafür entwickelt wurde, dass Studierende in der NYU innerhalb eines Vorlesungssaals beispielsweise Papers tauschen können, ohne sich der Piraterie schuldig zu machen. Bis hin zu Beispielen von Infrastrukturen im großen Maße, im kollektiven Besitz und Verwaltung wie Freifunk hier in Berlin oder das Athens Metropolitan Wireless Network, welches mit 30.000 eingebundenen Privatantennen das derzeit, glaube ich, größte ist. Also im Grunde ist es heute eigentlich sehr einfach, eigene Netzwerke zu bauen, da die nötige Hardware günstig ist, sie ist leicht zu beschaffen und sowohl Wissen wie auch Software in der Open-Source-Community relativ leicht verfügbar ist. Und dennoch scheint es alles andere als trivial zu sein, eben eigene alternative Zugänge zu der Thematik zu entwickeln, was aus unserer Sicht auf mindestens 2 Gründen beruht. Nämlich einerseits ist dieses Thema des Selbermachen doch immer sehr mit dem Nimbus des Expertentums und des vielleicht des Hackers oder anderen Bildern
verbunden. Und viele Menschen trauen sich schlicht und einfach nicht an die Technologie dran. Und andererseits werden technologische Themen und diese Digitalisierung im Allgemeinen gesamtgesellschaftlich selten als was Politisches und als was Prozessuales wahrgenommen. Also als ein Prozess, in dem wir Entscheidungen treffen können und müssen, sondern als was, was ich schon gesagt habe, quasi Natürliches, mit dem wir einfach schlicht lernen müssen, umzugehen. In dem Projekt setzen wir an diesen beiden Problemen an, versuchen einerseits technischen Laien die ganz konkrete Aneignung von DIY-Netzwerktechnologien zu erleichtern, indem wir eben Technologien entwickeln oder für vorhandene zugänglicher machen wollen und andererseits ganz gezielt den Diskurs über nachhaltige Technologieentwicklung zu fördern. Für Ersteres arbeiten wir in vier Teilprojekten in dem Projekt, in Berlin, in London, in Edinburgh und in Zürich, in denen jeweils eine Universität mit einer lokalen zivilgesellschaftlichen Initiative zusammenarbeitet, von denen jede sich auf ihre Weise mit nachhaltigem gesellschaftlichen Wandel beschäftigt, was wir als Startpunkt nehmen wollen, eben daraus einerseits Technologie zu entwickeln, indem wir eben versuchen, aus der Arbeit, aus den Reibungspunkten dieser Kollaboration in diesen Kontexten zu lernen, und dieses Wissen in die Gestaltung eines Toolkits zu übersetzen, das es eben einfacher machen soll, da Zugänge zu entwickeln. Konkret gemeint mit dem Begriff des Toolkits ist einerseits klar eine technische Infrastruktur aus Software und Hardware, wobei wir hier auf dem Raspberry Pi aufbauen, aber auch ganz andere Aspekte, die eben eine eigenständige, kritische und vor allen Dingen kreative Auseinandersetzung mit der Thematik begünstigen sollen, wie beispielsweise Informationsmaterialien, Workshop-Konzepte, visuelle Identitäten, verschiedene Formate des Austausches von Nutzerinnen untereinander und so weiter. Für den momentanen Prototypen, der eben auf dem gängigen Pi basiert, liegt der Kostenpunkt bei etwa 60 Euro. Alle Teile sind leicht beschaffbar und man musste nichts weiter tun, als eine Datei vom Internet runterladen, auf einer SD-Karte spielen, anschalten, womit dann quasi per Plug and Play erstmal ein lokales Netzwerk zur Verfügung steht über WLAN, über das man eben auf eine lokale Umgebung zugreifen kann, die nicht mit dem Internet verbunden ist, sondern sich wirklich auf dieses Teil hier beschränkt. Das Interface, das noch etwas ungestaltet ist, sehen Sie hier. Das sind im Moment beispielhaft Open-Source-Äquivalente zu großen Angeboten wie etwa Google Docs oder Dropbox installiert, was nach Belieben und Expertise natürlich veränderbar ist. Und das Besondere, um das nochmal zu unterstreichen, liegt natürlich darin, dass die Daten, die wir zum Beispiel in einem gemeinsamen Dokument generieren würden, hier auf dem Tisch oder später in unserem Rucksack liegen und nicht auf irgendeinem Server von Google oder in irgendwelchen anderen Großrechenzentren. Der Berliner Pilot, in dem wir beide arbeiten, den wir kurz jetzt noch vorstellen wollen, besteht eben aus der Zusammenarbeit von der UdK und Common Grounds. Und neben diesem operativen Teil, den ich mit dem Toolkit gerade illustrieren wollte, arbeiten wir sehr stark oder fokussieren wir sehr stark auf den Bereich der Bildung und der Diskursinitiierung, also dem Versuch einer diskursiven Umgebung, in dem eben andere Handlungshorizonte konstruiert werden können. Und den thematischen Schwerpunkt sehen wir dabei, qua unserer Partnerschaft, auf der Zusammenführung von Stadt- und netzpolitischen Themen. Und warum jetzt diese Dringlichkeit, eine kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierung in Verbindung mit dem urbanen und vor allem jetzt hier spezifisch den Diskurs an den sozialen, ökologisch gerechten und inklusiven Stadtproduktion? Zum einen, das Gegebene, unsere täglichen Leben ist jenseits von Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien nicht mehr denkbar. Aber das ist ja so, wie es ist, überall. Aber zum anderen, weil die gefühlt unaufhaltsame Idee der Technologie durchdrungene Stadtproduktion, was wir oft unter der Idee des Smart City kennen, auf eine ähnliche Logik aufbaut wie die Privatisierung und Finanzialisierung von städtischen Räumen, die viele Städte gerade prägen. Sibylle Bauchriedl in ihrem vor kurzem erschienenen Sammelband Smart City – Kritische Perspektiven auf die Digitalisierung in Städten beschreibt das ganz gut. Städten haben seit den 90er Jahren mehr und mehr privaten Akteuren mit reingebracht bei der Stadtentwicklung. Also die Stadtentwicklung gekoppelt mit der gleichzeitigen Beförderung von privaten Unternehmen. Wirtschaftlichen Interessen und Akteuren werden zum Tisch gebracht bei Aushandlungsprozessen um Wohnraum oder privat-öffentlicher Raum. Und eine ähnliche Logik macht sich breit, wenn es um städtische Digitalisierung geht. Private Tech-Unternehmen sind maßgeblich daran beteiligt, nicht nur an die Problemdarstellung und Artikulation von Bedürfnissen von Stadt, sondern bieten auch gleichzeitig eine technische Lösung für diese Probleme. Und wenn wir diese Idee weiterführen, könnte man ja auch die These im Raum stellen, ob überhaupt so eine
technologiegetriebenen Smart City Ansatz überhaupt in diese Form denkbar wäre, ohne die schon vorformulierten und praktizierten Privatisierung städtischen Aufgaben. Und deshalb finden wir es genau diese zwei Diskurse miteinander zu verbinden sehr interessant, weil die möglicherweise auf einem sehr ähnlichen Gedankengut aufbauen. Und in Berlin sind beide diese Dynamiken und ihre Folgen sehr spürbar. Sozial-ökonomisch schwächere Bevölkerungsgruppen werden aus ihren Nachbarschaften verdrängt. Es gibt die schon in den 90er Jahren vorprogrammierten Abwicklungen vom sozialen Wohnungsbau und die damit jetzt sehr spürbaren Fehlen von bezahlbarem Wohnraum und die Berlin-spezifischen Freiräume, wie zum Beispiel im Prinzessinnengarten, aber auch was wir kennen aus der große Kultur- und Clubszene in Berlin, die werden zugemacht und auch kleinere Betriebe und Gewerbetreibenden werden auch vertrieben. Direkten Bezug zur Digitalisierung findet Berlin nochmal, wenn wir Berlin als Standort für große und kleine Tech-Unternehmen sehen, was ja gerade ein Bild ist, was stark propagiert wird. Also Berlin als der nächste Silicon Valley. Startups sowie größere Unternehmen wie Zalando und Google wollen auch in Berlin eine physische Präsenz haben und versuchen das auch in Nachbarschaften, in innerstädtischen Nachbarschaften, die schon einer starken Dynamik ausgesetzt sind und diese Druck selbstverständlich auch verschärft. Berlin ist aber auch eine Stadt mit langer Tradition, sich zu wehren. Hier ist ein Beispiel von einem ganz besonders schönen Plan von Berlin in den 70er Jahren, einen Westberliner Autobahn in die Stadt zu platzieren. Also Oranienplatz sehen Sie hier oben, irgendwo da unten versteckt sich dann, was jetzt Prinzessinnengarten ist. Wo sich aber die Kreuzberger Besetzerszene und die damaligen Nachbarschaft sich dagegen wehren konnten, dass die gesamte Gebäudebestand an der Oranienstraße und Umgebung abgerissen werden sollte für eben diesen Autobahn in Westberlin, was ja eine Insel war. Aber alles im Sinne der technologischen Fortschritt. So wehrt sich die jetzige Nachbarschaft gegen die Verdrängung von heute. Durch Straßenproteste, mediale Kampagnen, aber auch durch viel Gemeinschaftsbildung um Themen wie Recht auf Wohnen, demokratische Stadtplanung und neue nachbarschaftlich organisierte Eigentumsmodelle, wie zum Beispiel Community Land Trusts. Und sie haben in den letzten Jahren auch teilweise Erfolge erzielen können. Zum Beispiel das Thema bezahlbaren Wohnraum ist ein sehr wichtiges Thema auf die politische Agenda. Und ein weiteres Ergebnis, die gerade auch gefeiert wird, ist selbstverständlich der neulich aufgeschobenen Einzug von Google in Kreuzberg mit dem Stoppen der Google Campus. Du bist dran. Genau, also das ist der Kontext, in dem sich eben der Berliner Marsi-Pilot verortet, in dem wir eben zwei ganz unterschiedliche Perspektiven und auch Kämpfe gegen Zentralisierung, Privatisierung, Kommerzialisierung, Finanzialisierung stark machen wollen. Eben einerseits, weil wir, wie Elisabeth gerade gesagt hat, denken, dass es stimmig und wichtig ist. Andererseits, weil wir eben auch konkrete Technologie aus der Perspektive dieser stadtpolitischen Bewegungen entwickeln wollen und damit eben versuchen wollen, andere Logiken und Denkweisen auch in die Technologien einzuschreiben, als sie gängigerweise werden. Dabei ist vielleicht anzumerken, dass Digitalisierung vor knapp 3 Jahren, als wir begonnen haben zu arbeiten, sehr viel weniger als im Politikum diskutiert wurde, als es heute nach Cambridge Analytica, nach Google Campus und den anderen Skandalen oder skandalisierten Vorgängen der Fall ist. Wir also erstmal eine Konversation suchen und sorgfältig aufbauen mussten mit den Menschen, mit denen wir arbeiten mussten und in Diskurse treten mussten, inwiefern dann Technologie tatsächlich etwas mit den Themen und den Aushandlungen zu tun hat, in denen sie ihre jeweiligen Handlungshorizonte und auch Expertisen verorten. Darauf aufbauen konnten wir dann dem Luxus und der Dehnbarkeit der EU-Förderung geschuldet ziemlich viel Zeit darauf verwenden, gemeinsame Zugänge zu finden, zu konstruieren und eine Sprache zu entwickeln, mit der wir gemeinsam arbeiten und Ideen generieren konnten, inwiefern DIY-Netzwerktechnologien sinnvoll in die Prozesse und Diskurse der jeweiligen Gruppen eingebunden werden konnten. Wir sind also von den Bedürfnissen und den Erwartungen unserer Partnerinnen ausgegangen und eben nicht von der Technologie, die wir versucht haben, überzustülpen. Da sind verschiedene Entwürfe und Prototypen entstanden, die dieses sehr abstrakte Thema plötzlich ganz konkret abgebildet haben und deren Nutzung dann als Ankerpunkt eben für die Konversation gedient haben und als Katalysatoren diese Themenblöcke zu verbinden.
Manche von diesen Entwürfen waren dann sogar ganz nützlich, wie dieser Prototyp, der die Schwierigkeit adressiert, dass in den jeweiligen Initiativen entwickelte Wissen mit dem der anderen zu teilen und dadurch gemeinsame Lernprozesse anzustoßen, wofür wir ein System oder eine Anwendung für dieses Toolkit entwickelt haben, mit dem ein Wissens- und ein Erfahrungsarchiv aufgebaut und diese Inhalte dann lokal, das heißt in diesem Fall ganz konkret, also ein lokales, begrenztes Netzwerk am Ort der Nachbarschaftsakademie zugänglich gemacht werden konnten. Genau, wir haben eben diese Technologie mit den unterschiedlichen stadtpolitischen Initiativen entwickelt und immer wieder auch diese Technologie mit reingespielt in unterschiedlichen Kontexten. Und da hat Masi auch mehrere Einsätze gefunden und Nutzen gefunden. Zum Beispiel als Forschungsinstrument für ein Seminar der ASH, Alice-Salomon-Hochschule, um aktivierenden Interviews für den Bissigen-Kiez und den Wrangel-Kiez zu machen, aber auch direkt mit stadtpolitischen Initiativen wie Stadt von unten, wo also eine Initiative, die sich für die nachbarschaftliche Entwicklung des Raguna-Areals im Kreuzberg einsetzt. Und die haben eher eine Applikation benutzt, wo das Guestbook, wo man Kommentare reinschreiben kann und diese dann auf eine Leinwand projiziert bei Veranstaltungen, so um eben unterschiedlichen Stimmen hörbar und sichtbar zu machen. Wir haben aber auch ab und zu einfach so ein Toolkit in Hand von irgendwelchen Leuten gedrückt. Teilweise haben wir was zurückgehört, teilweise gar nicht. Dieses Beispiel fand ich aber ganz schön, weil es nach einem Jahr kam diese Person auf uns zu und hat gemeint, ja, ich entwickle gerade eine eigene Anwendung, habe gerade auch ein Masi-Mobil gebaut, die auch für diesen Kontext, also für den Anti-Google-Campus-Demos benutzt wurde, um Texte zu teilen, aber auch Fotos hochzuladen. Und für diese Person war es nicht nur ein Demo-Tool, also als das interessant, sondern eben auch eine Möglichkeit, eine Konversation anzufangen über alternative Technologien. Und klar benutzen wir es auch im Prinzessinnengarten, wo wir gerade dabei sind, eine Wunschproduktion für wie der Garten sein soll und wie der Garten ausschauen soll und geschützt werden kann über die nächsten 99 Jahre, wo wir viele Befragungen machen und diese dann auch auf dem Masi mitdokumentieren und auch eben eine digitale Präsenz vor Ort ist, auch wenn wir selber nicht da sind. Es gibt aber auch Gruppen, mit denen wir oder unseren EU-Partnern nicht direkten Kontakt hatten, aber sich trotzdem diese Technologie angeeignet haben. Zum Beispiel hier eine schweizerische Greenpeace-Gruppe, die es in Züricher Flughafen benutzt hat, um den dort befindlichen freien Internetzugang zu infiltrieren fast. Sprich, man hat gedacht, man connectet sich gerade zum Internet, aber man kommt stattdessen auf ein Masi von denen eingerichtet, wo einem Video gezeigt wird, warum Fliegen nicht so gut ist für das Klima. Genau, es gab und gibt eben einige interessante Fälle der Aneignung von dieser Technologie in unserem Kontext, im Kontext anderer Teilprojekte, aber auch darüber hinaus. Wir wissen auch von Experimenten zum Beispiel in Brasilien, in Zimbabwe oder den USA, was total schön ist, weil wir davon sehr viel lernen können. Was uns dabei vielleicht am wichtigsten ist, eben was ich schon mal angesprochen habe, ist, dass durch diese niederschwellige Beschäftigung mit alternativen Netzwerktechnologien, die man eben anfassen, verändern oder auch einfach mal kaputt machen kann, eine Perspektivenverschiebung stattfinden kann auf ICT oder auf Informations- und Kommunikationstechnologie, was zunehmend zum Kern unserer Arbeit wurde, weswegen wir auch sehr viel Zeit und Energie in die Bildung von Netzwerken und Diskussionen investiert haben, was natürlich wiederum auf der Annahme basiert, dass es vor dem Hintergrund unserer Zielsetzung keinen Sinn ergibt, die politischen Dimensionen von Digitalisierungsprozessen ausschließlich in disziplinären Silos zu diskutieren und zu bearbeiten, weswegen uns natürlich die Konferenz hier total freut und unsere Teilnahme noch viel mehr. Genau, wir arbeiten sehr stark daran, eben Schnittstellen zwischen verschiedenen Denkgebäuden, epistemologischen Systemen zu bilden und Anschlussfähigkeiten zwischen diesen herzustellen und sie auch teilweise ganz konkret zusammenzuführen, wie hier im vergangenen Sommer im Prinzessinnengarten, wo wir das sehr spezialisierte Publikum der Seabase mit Vertreterinnen stadtpolitischer Initiativen in Berlin zusammenbrachten, eben um gemeinsame Schnittstellen zu identifizieren und gegebenenfalls auszuarbeiten.
Durch dieses ganz intensive Dazwischensein und dieses permanente Vermitteln haben wir einerseits eben beginnen können, Netzwerke zu bauen, die wir jetzt, auf denen wir jetzt aufsetzen und weiterarbeiten wollen. Andererseits haben wir natürlich auch total viel gelernt, gerade mit Blick auf transdisziplinäres Arbeiten, auf den kreativen Umgang mit Funding-Strukturen und auf die ganzen anderen Widerstände, die man in solchen Projekten stoßen kann. Was wir jetzt gerade etwas ordnen und synthetisieren, um daraus die nächsten Schritte zu informieren. Genau, und wir sind gerade eben dabei, mehrere kleinere Projekte zu denken, wie zum Beispiel ein Ladenlokal in der Oranienstraße 45, wo wir einen wöchentlichen Raum aufmachen wollen, wo eben die Verknüpfung zwischen Digitalisierung und Stadt passieren kann. Einerseits durch solche Roundtables, die Andreas gerade angesprochen hat, aber auch durch das Selberbauen von Technologien. Soll eben ein Raum sein für die Fragestellung, wie Technologie aussehen kann, wenn es von den lokalen Bedürfnissen aus hergedacht wird. Also eben auch ein Versuch, ein Gegennarrativ zu diesen oft von oben daherkommenden Smart City Fantasien zu begegnen. Und gleichzeitig begleiten wir auch diesen eher praktischeren Arbeiten in unterschiedlichen anderen Foren. Zum Beispiel gibt es gerade auch ein Fachgespräch in Berliner Abgeordneten eben Ebene, die sich gerade auch diese Frage stellt, wie kann überhaupt eine Konversation zwischen Politik und Verwaltung gestaltet werden, wo Anwohnerinnen der Stadt auch mitentscheiden können, wie zum Beispiel die Berliner digitale Strategie aussehen soll. Ja, darüber hinaus, also das sind jetzt eben Sachen, die direkt auch aus dieser Projektarbeit stammen, sind wir natürlich auch am Aufbau der Forschungsgruppe stark beteiligt jetzt oder damit beschäftigt und damit an der Öffnung der Perspektive. Und da sind wir natürlich total interessiert, dann auch neue Allianzen zu schmieden und eben sehr offen für neue Kollaborationen. Genau, und an dieser Stelle schließen wir dann herzlich mit der herzlichen Einladung, eben mit uns zu sprechen, mit uns zu streiten, da in Kontakt zu treten oder sich vielleicht sogar gegebenenfalls institutionell anzuschließen, da wir gerade eine Promotionsstelle zu besetzen haben, falls sich da irgendjemand angesprochen fühlt, sich so einem Thema oder verwandten Themen mindestens 2 Jahre durchfinanziert, eben interdisziplinär und mit einer Doktorarbeit zu nähern und anzunehmen. Sprecht uns, schreibt uns an, wir freuen uns auf Austausch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch beide. Das war doch mal eine nette Einladung. Ich würde jetzt noch so maximal 2 Fragen zulassen, da wir ein bisschen in Zeitnot sind. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Hallo. Ich habe mich ein bisschen gefragt, auf was für eine Ebene ihr mit diesem Projekt ansetzt. Ihr baut ja lokale Netzwerke auf, die sozusagen keine Verbindung zum Internet haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das klingt einerseits erstmal cool, andererseits klingt es auch so nach der typischen Nische, in der sich halt irgendwie alternative oder sonstige Bewegungen aufhalten. Und so ein bisschen nach Abschluss und das draußen interessiert uns nicht. Das habt ihr sicher lang und breit diskutiert, aber mich würde noch mal einen Satz dazu interessieren. Danke. Erstmal muss es nicht abgekoppelt sein vom Internet. Man kann das auch mit dem Internet verbinden, wenn man das mag. Es geht uns eher darum, also ja, es ist eine Nischentechnologie und wie gesagt, es wird ja in anderen Kreisen, ist es was existiert, seit es Wi-Fi gibt, das ist nichts Neues. Es geht uns darum, diese Technologie und die Fragestellungen dahinter sind, auch an Leuten ranzukriegen, die eben nicht in diesen Nischen jetzt schon arbeiten und das auch als Instrument zu sehen, um eben auch eine andere Konversation darüber zu haben. Also es ist ganz interessant, wenn wir solche Workshops gemacht haben, wenn wir jetzt das hier vor Augen haben, also jetzt hat es auch noch einen Case, aber es ist ja ein Raspberry Pi, dass die meisten Leute denken, dass das ist das MASI. Weil das ist so, wie wir Technologie verstehen. Ne? Das ist geschlossen, ich kann nichts sehen, ich kann nichts machen. Und genau darum geht es eben irgendwie zu sehen, es ist kein, also wir können einen Raum schaffen, wo es kein Blackbox ist, sondern wo wir eben selber damit gestalten können und eben auch diesem Bewusstsein dann auch, warum kann ich nicht eigentlich alles mitgestalten oder wo sind, genau, da setzt dieser Ansatz an. Hier gibt es noch eine 2. Frage. Also ich verstehe euer Projekt als Ansatz, die Menschen mündiger zu machen, die jetzt vielleicht nicht direkt aus dieser Techie-Szene kommen. Sehe aber auch zum einen, dass das bei euch jetzt eher so eine Form
oder ein Tool ist für Aktivismus und weniger als flächendeckend. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das existierende Privacy-Paradox anschaue, zum Beispiel ich habe Technologien wie WhatsApp und ich habe Telegram und trotzdem benutzt die Mehrheit eben WhatsApp, eben weil Einstellungen und Verhalten nicht unbedingt konform sein müssen. Da ist jetzt die Frage an meiner Stelle. Ich begreife das jetzt eben als Tool für eine Form von Aktivismus und sich mit Leuten ähnlichen Interessen zu vernetzen. Die Frage ist jetzt für mich, inwiefern habt ihr euch mit Gebrauchstauglichkeit zum einen auseinandergesetzt und mit vor allen Dingen Angreifbarkeit? Also ihr wollt, also sich selbst mündig zu machen, bedeutet ja auch, sich selbst verteidigen zu können und souverän zu sein. Genau. Puh, das war ja so ein Knäuel an ineinandergreifenden Fragen so ein bisschen. Vielleicht auf einer Nutzbarkeit-Ebene, wenn ich das jetzt zum Beispiel nutze, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, da ist es sehr, sehr viel komfortabler, auf Google Docs zurückzugreifen. Also die Sachen sind aus der Sicht von der Usability natürlich sehr viel besser gestaltet. Das heißt, das muss man schon wollen. Sicherheit weiß ich jetzt nicht genau, wo du drauf hinaus willst. Also, kannst du jetzt auch nicht mehr sagen. es ist natürlich so, dass die Netzwerke lokal begrenzt sind. Das heißt, dass nur diejenigen Zugang dazu haben, die sich tatsächlich auch physisch vor Ort befinden. Das heißt, da ist eine gewisse eine physische Proximität sozusagen gefordert und damit auch eine Sicherheitskomponente. Das heißt natürlich nicht, dass sie sicher sind von Angriffen von außen oder Infiltrierungen, also ganz und gar nicht sogar. Das ist genau das. Also die Leute sollten sich darüber bewusst sein, dass sie halt angreifbar sind. Genau. Und die Gebrauchstauglichkeit sehe ich als den Sinn, den Leuten das eben zugänglich zu machen. Also als Chance dessen und Usability oder User Experience betrifft ja jetzt nicht nur, was habe ich für eine Oberfläche, sondern bezieht ja alle Nutzergruppen mit ein. Geht er eigentlich von dahin her, wirklich mit dem Nutzer zu sprechen und zu fragen, wie stellt er sich was vor und mentale Modelle auch übernehmen zu können? Und davon könntet ihr profitieren. Genau, also das habe ich versucht zu skizzieren, dass wir einen sehr ausgedehnten partizipativen Designprozess hatten, wo wir tatsächlich von den Bedürfnissen und Initiativen ausgingen. Was ich vielleicht nochmal klarstellen möchte, ist, dass es uns nicht darum geht, das Ding jetzt zu einer Marktreife zu bringen oder das Teil jetzt wirklich frei zu steuern, weil wir denken, dass genau diese Technologie jetzt eine Lösung für irgendein Problem darstellt, sondern dass es tatsächlich viel mehr als ein Boundary Object oder als ein, wie soll man sagen, ein Konversationsstarter oder Facilitator funktionieren soll, der diese Technologien oder diese technologischen Ansätze, die es tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt, tatsächlich auch mit Blick auf Usability, aber vor allen Dingen auf Einfachheit der Inbetriebnahme zugänglicher machen für eine breitere, für breitere Mengen an Menschen oder an potenziellen Nutzerinnen, die darüber sich dann austauschen können, dass ja beispielsweise im Sinne von einem suffizienten Verhalten es nicht notwendigerweise Sinn macht, innerhalb eines Raumes über WhatsApp kommunizieren zu müssen. Das heißt nicht, dass wir damit WhatsApp ersetzen wollen, weil manchmal ist es ja auch ganz sinnvoll. Facebook nutze ich auch für manche Dinge, für die ich das sinnvoll finde, aber für manche Dinge brauche ich das eben nicht und da hat es auch was mit Souveränität zu tun, entscheiden zu können, für welche soziale Praktiken oder für welche Kommunikationsformen ich auf welche Dienste zugreife und da eben eine Pluralität an Wahlmöglichkeiten habe und seien es nur mentale, ne? Also da zielt es ein bisschen drauf ab. Beantwortet? Super,